Gelegenheit, über mein Vorhaben kurz zu informieren. Ich habe vor, wenn Gott will und wir leben, am 19. März Richtung Osten aufzubrechen. Zu diesem Fahrrad hier. Einige Leute haben mir geholfen bei diesem Plan. Komme ich dann etwa 7., 8. so rum oder 9. April dann dort an. Und dazu habe ich heute Probe gepackt ein bisschen und versuche das mal so ein bisschen zu fahren, so zu gucken, dass ich mir Sitzfleisch antrainiere. Also, bis später mal. Jetzt komme ich am Schloss Stutensee vorbei. 90 Meter nach der Kreuzung rechts abbiegen auf Nebenstraße. Ja. Und meine Komoot Navi ist ganz zuverlässig. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, da vorne muss ich dann wahrscheinlich links. Zum Mittag habe ich hier so einen gefällten Baum gefunden und habe mir einen Tisch bereitet. Und jetzt röstet gerade der Reis auf dem neuen Alox Spiritusbrenner. Und wenn er so richtig schön Farbe angenommen hat, kommt die doppelte Menge Weißer dazu. Und ich melde mich dann wieder. Der Reis kocht. Mit den Zwiebeln. Jetzt muss es noch schön vor sich hin köcheln. 20 Minuten. So, der Reis ist fertig. Ich musste ihn abfüllen, weil er sonst mir hier angebrannt wäre. Und habe ihn jetzt da in einem Kanister weiterziehen lassen. Und die Soße ist auch gleich fertig. Einfach schnell eine Mehlschwitze-Soße. Und jetzt freue ich mich auf das Mittag. Und die Sonne scheint rauszukommen. Was kann das Besseres geben? So, lecker aufgegessen. Ich habe mich richtig gestärkt. Es war eine riesen Männerportion, aber ich musste Reis überlassen. Also die Hälfte des Reises habe ich nicht geschafft. So, und jetzt habe ich den Platz wieder sauber verlassen. Hier, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Und jetzt geht's los, wieder weiter. Ich habe noch ungefähr 20 Kilometer vor mir. Ihr werdet wohl so 1,5 Stunden brauchen. Bis dann. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich muss sagen, dass ich mit der Komoot eigentlich ganz zufrieden bin. Auch wenn die Aufzeichnung des GPS-Tracks selber manchmal 20-30 Meter neben der Route liegt. Ich habe nur schon mal Mittag hier jetzt gemacht, aber das wäre doch mal ein schönes Plätzchen für den Mittag. Ich bin jetzt hier an einer Staustufe oder sowas angelangt. Tschüss.